willkommen zu einer weiteren Folge Wheel Farming LS19 Meets Reality mit dem Jürgen Racex, Duck Racex. Hallo. YouTube. Hi. Oh, Kaffee hat gut geschmeckt. Ne? Ah, ja, Käse-Sahne-Torte ist, Käse-Sahne-Kuchen ist immer gut. Ja. So, bringst du das Bäumchen hier rüber? Ja, mach ich. Ich guck mal, dass ich hier vorwärts komme. Jo. Jo. Diese Bäume. So, es hat nicht ganz funktioniert, was ich davor hatte. Aber schon annähernd. Also von dem her probiere ich das mal weiter. Ist doch gut, es ist perfekt fast. Weiß nicht, weshalb der immer nie automatisch ablädt. Das ist doof. So, ich guck mal, dass ich hier. Jo. Irgendwie. Kannst du hier gerade noch ein bisschen dahinter? Fahr noch ein bisschen zurück. Ich sag dir, stopp dann. Langsam. Kommen, 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 kommen. Komm, komm, gut. Perfekt. Ah, ganz schön laut hier. Pass auf. Jo. Ich nehme dann gerade ab. Wenn das klappt. Achtung, ich muss den hier noch nehmen. Aber ich glaube, der ist zu schwer. Machst du? Weg. Ah, ich gehe hier gerade. Geht sogar recht gut, die Plattform ist Pico. Ja, die ist cool, ne? Dass ich die hier stehen lassen so lang. Nee, das, Na, Scheiße. Klettern. So. Jetzt noch. Soll ich dir gerade helfen? Ich hab eh nichts zu tun. Na doch, ich muss nur Lampen aufstellen. Ja, dann mach mal. Dass es hier vorwärts geht. Jo. Ich hab gar kein Fahrzeug hier. So, aber eigentlich sollte ich für die Messe hier dann freien Eintritt kriegen. Ich hab kein Fahrzeug, ne. 1050 einfach. Ciao, Volker. Ciao. So, das Ding ist hier noch. Gucken wir mal, was der hier noch drin hat. Thank you.
Also das ist schon mal gar nicht so schlecht, was ich hier mache. So, und die hau ich noch durch. Ich sollte vielleicht nur noch ein bisschen näher ranfahren. Dann ist das ideal. Gut, das ist eine neue Technik, die wird sich bewähren, da bin ich mir ziemlich sicher. Also da können wir vielleicht noch mal ein bisschen Profit rausschlagen. Gut. Dann laden wir das gerade nochmal ab. Dann rufen wir mal den Knoll an. Ja, hallo. Oh, jetzt habe ich falsche Nummer gewählt. Ich wollte zum Knoll. Ah, oh, warte, ich leite dich weiter. Nee, ich sehe gerade, der läuft hier gerade, der fährt hier gerade auf den Hof. Passt. Ah, okay. Bis dann, ciao. Ciao. Ich fahre den mal gerade hier runter, weil den muss er bestimmt runterstellen. Kann er gleich wieder anhängen. Knoll, servus. Servus. Kannst du direkt wieder anhängen? Jo, danke. Och nee, jetzt fängt es auch noch zu regnen an, nee. Ja, was macht denn ihr hier eigentlich? Was wird denn das hier? Landwirtschaftsmesse, ha? Oder? Jo. Ah, okay. Du, guck mal, ich habe jetzt das Holz gehäckselt. Perfekt, 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 perfekt. Ja. Genau, und die anderen, die brauchen wir als Vorführer fürs Holzabteil. Ist perfekt so. Okay, super. Danke. Gut, dann wäre ich hier erstmal durch, gell? Jo, was kriegst du dafür? Fürs Häckseln. Keine Ahnung, schick mal 1000, da passt schon. Danke. So, bitte, bitte. Brauchst du den LKW noch? Brauchst du den? Den hatte ich beim Sepp mitgenommen. Okay, na wenn du ihn nicht mehr brauchst, würde ich ihn jetzt nehmen. Okay, dann nimm du ihn. Ich will nur gucken, wie ich zum Sepp komme. Hm. Herr Knoll! Ich habe leider nichts da. Okay, ne, dann mache ich mich mal zu Fuß erstmal auf den Weg. Guten Tag. Also, brauchst du den Anhänger hier? Da hinten stand da vorhin noch einer rum. Brauchst du den LKW und den Anhänger, weil da steht ja noch ein Anhänger rum. Und einen LKW hast du ja auch noch. Na, da. Der muss lackiert werden, der hier. Ach so. Beim Jürgen? Den, ja. Dann würde ich ihn zum Jürgen fahren. Weil dann bin ich. Ah, perfekt. Dann habe ich nicht so weit bis zum Sepp. Jo. Da steht mein Steuer. Können wir so Steuer. Machen. Okay, gut. Aber den Holzanhänger kannst du hier lassen. Der gehört eh uns, oder? Ja. Bin mir oder? Nicht sicher. Könnte dir.
Meiner ist es nicht. Meiner steht bei mir daheim, glaube ich. Ja, dann ist es meiner. Okay, dann lasse ich den da. Stell neben den anderen. Jo. Jo, passt. Kannst du den gleich hier stehen lassen. Passt. Okay, passt da. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao, Peter. Lass mal kurz auf die Seite gehen. So, dann mach ich mal hier. Jetzt hätte ich den ganzen Weg zurücklaufen müssen, das wäre übel. Warte mal, ich kontrolliere mal gerade hier beim Sepp, ob der das richtig macht. Beim Harry. Nicht, dass der hier die falschen Bäume fällt. Naja, hochkonzentriert ist er. Okay, aber es sieht alles gut aus. So, dann fahre ich mal zum Jürgen hoch. Na, ist ein bisschen schade, dass ich den jetzt abgeben musste, aber den Anhänger. Sonst hätte ich für den Sepp noch ein bisschen was weggefahren. Ah. Jürgen. Jürgen. Volker? Jo. Ich wollte gerade den LKW zum Lackieren bringen. Ja, stellst du den rechts, geht's ja rüber zum. Stell den einfach dahin, wo. Auf dem LU-Parkplatz. Stell den einfach bei LU auf dem Parkplatz. Mach ich. Komm jetzt gleich wieder. Gut, bis dann. Ciao. Jo, bis dann. Machen wir das. Hallo? Jo? Hallo, Harry. So, wollte ich mal fragen, ob wir das öfters machen könnten. Dass ich die Wälder ausdünne. Das können wir schon machen. Weil also, ich glaube, das würde auch der Stadt besser tun, oder? Durchaus, ja. Da würde ich mal muss ich mal durch den Staatsforst gehen und dann da mal gucken, wo Bedarf ist. Ja, dann würde ich wenn ihr den Wald fertig habt, den du markiert hast, dann kannst du vorbeikommen und das prüfen. Ja, wenn du fertig bist, mach ich das. Ja, dann rufe ich dich an. Gut, bis dann. Tschüss. Ciao. Ich glaube, der Reinhard muss noch ein bisschen fahren lernen. Herr Reinhard! Ja? Ja. Ich habe ein bisschen Angst, wenn ich hier rumstehe. Ah, hallo. Hallo. Ja, ich habe sie gerade nicht gesehen, ich war so konzentriert. Ja, so. Oh, es tut mir leid. So hat es ausgesehen. Ich wollte mal in die Halle gehen, es regnet so hässlich. Ja, hier ist ein Dach. Ich stand noch unterm Dach. Sieh, ich habe gesehen beim Harry hinten, der hat ja deine Waldparzelle gekauft. Da stehen die Bäume ziemlich dicht. Dem habe ich jetzt schon gesagt, er muss da ein bisschen ausdünnen. Dass der Boden mal wieder ein bisschen Licht kriegt. Oh Gott, fragen Sie mich was. Oberhalb von der oberen BGA. Ach da, ja. Ja, ich müsste mal den Forst begutachten und gucken, ob da noch mehr zu viel gewachsen ist. Weil die kleinen Bäume haben kaum Licht, dass die wachsen können. Ist nicht gut. Ja, da sind Sie als Förster genau richtig. Ach, und jetzt, wo sie gerade hier sind, fällt mir was ein. Und zwar... Kennen Sie da bei der Wasserentnahmestelle diese beiden Brücken? Ja.
Wären sie so freundlich und würden die sie im Auftrag der Stadt, egal, vergessen, was ich gesagt habe, das ist was für später, wir sind so arm. Muss ich kurz umdenken. Okay. Egal, Der Harry, der Harry hat auch angeboten, dass er dann vielleicht das Holz abfährt. Mhm. Natürlich im Auftrag der Stadt. Würde heißen, die Stadt verdient am Holz und müsste dann den Harry und mich bezahlen für die Forstarbeiten. Ja, wär's dann, uns wär's ganz gerecht, wenn wenn ihr eine Zusammenrechnung macht. Ja, das kriegen wir hin. Ja. Okay. Gut, dann würde ich mich mit dem Harry noch besprechen. Und dann schauen wir mal. Okay. Gut, und ich bis muss dann. Den Harry sowieso aufnehmen. Tschüss. Der. Weiß nicht. Der Reinhard, der sagt nie Tschüss. So, aber dann kann ich mit dem Harry das in der nächsten Folge klären, dass wir da zusammen den Deal machen. Dann sieht es nämlich ganz gut aus. Und dann zocken wir auch so ein bisschen die Stadt ab. Aber in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da und schaut gerne morgen wieder rein, 16 Uhr beim RP auf der Schwatzingen. Haut rein, macht's gut. Ciao.